Hallo Fußballfreunde und willkommen zur nächsten FIFA 18 Folge mit dem FC Schalke 04. Heute stehen unter anderem zwei Spiele an. Wir spielen auswärts in Stuttgart, das werden wir wahrscheinlich simulieren, und dann noch zu Hause gegen Bremen. Dann in der nächsten Folge, weil eben dann kein Transferfenster ist, gibt es dann wieder drei Spiele mit Bayern, Hoffenheim und Leverkusen. Heute aber, wie gesagt, eben diese beiden Spiele und zudem noch Transferfenster. Und dort will ich noch unbedingt einen holen. Und das ist Mesut Özil. Die Rückmeldung von euch war richtig, richtig gut. Ich habe ihn ja vorgeschlagen. Ich war mir jetzt nicht so sicher, ob wir uns wirklich holen sollen. Es ist ja jetzt nicht extremst wahrscheinlich, dass er in diesem Sommer zurückkehren wird zu Schalke. Ich kann mir schon vorstellen, dass er in einigen Jahren vielleicht sogar zurückkommen wird. Aber egal, wir probieren alles, ihn bei FIFA hier zurückzuholen. Ich habe eigentlich auch schon ein bisschen überlegt, weil wir haben knapp 35 Millionen Transferbudget, um eben auch sein Gehalt bezahlen zu können. Habe ich ehrlich gesagt auch schon ein bisschen überlegt, ob wir ihn vielleicht schon im Winter holen sollten. Denn er hat einen Marktwert von 58 Millionen. Vertrag läuft aus, vielleicht um die 40 Millionen. Weiß ich nicht, aber wir können eigentlich nur mit Özil verhandeln. So scheint es zumindest. Also werden wir das probieren. Wir gehen jetzt hier in Verhandlungen rein. Ich habe das Transferbudget extra so angepasst, dass wir genug Gehaltsbudget haben, um Mesut Özil hier zu überzeugen. Ich lasse es jetzt mal ein bisschen mehr laufen, sonst habe ich es ja eher übersprungen gelassen. Aber jetzt mit Mesut Özil ist halt schon was Besonderes, den ihr vielleicht zurückzuholen. Also, Schlüsselspieler natürlich. Also, wenn so einer kommt in der 88, der ist einfach mal sowas von Schlüsselspieler. 3 Jahre sollte, denke ich mal, passen. Ich meine, er ist, wenn er kommt, weiß nicht, ob er dann schon 30 ist, aber sollte auf jeden Fall passen. 3 Jahre. Freigabesumme will er nicht, brauchen wir auch nicht. Jetzt geht es ums Gehalt und um das Bonuspaket und sowas. Das wird natürlich jetzt spannend. Also, wir müssen auf jeden Fall schon nochmal ein gutes Angebot unterbreiten. Wir haben 400.000, also finanziell soll es eigentlich nicht scheitern. Ich hoffe nur, dass unser erstes Angebot ihn jetzt nicht irgendwie abschreckt oder so. Einstiegsbonus, ich meine, er kommt ablösefrei. 3 Millionen. Boah, ja, ich meine, als Verhandlungsbasis müsste es auf jeden Fall passen. Und er akzeptiert. Vielleicht haben wir zu viel geboten, aber scheiß doch drauf. Mesut Özil kehrt zum FC Schalke 04 zurück. Auch wenn es nur bei FIFA 18 ist. Trotzdem geil, wir holen uns Mesut Özil und im nächsten Sommer wird dann also Mesut Özil zu uns kommen. Wir haben uns mit Mesut Özil auf einen Vorvertrag geeinigt. Er wird sich dem Team nach Beginn der Transferperiode anschließen. Also, es heißt, am 1. Juli dürfen wir Mesut Özil zurück auf Schalke begrüßen. Die Rücknummer 17 ist schon freigehalten, extra für ihn. Die 11, wie er es bei Arsenal trägt, ist ja besetzt von Konoplyanka. Die 10, wie er es bei Deutschland trägt, von Mentaleb. Die 8, wie er es mal getragen hat, von Goretzka, aber ich denke mal auch Rückennummer, sollte kein Problem sein. Die 17 würde auf jeden Fall schon passen, da freuen wir uns drauf, wenn wir ihn die geben dürfen. Wir haben jetzt ein Angebot für Nastasic, 18 Millionen, viel zu wenig zum einen. Und eigentlich will ich den jetzt auch nicht abgeben. Also, lief doch schon mal. Mesut Özil wird zurückkehren, finde ich schon mal extremst nice. Jetzt haben wir erstmal ein Angebot für Joshua Bitter, wo ich endlich mal hoffe, dass der das annehmen wird. Ich meine, zum einen wäre es halt dumm von ihm, wenn er jetzt nicht nach Unterhaching geht. Bremen hat er schon abgelehnt, warum auch immer, er spielt überhaupt keine Rolle. Ich würde mal sagen, wir gucken kurz mal in den Kader rein, was jetzt eigentlich noch so ist. Ja, ist relativ klein geworden. Okay, ist jetzt mit dem übertrieben. Wir haben eigentlich nur Di Santo, glaube ich, abgegeben. Und Koke stimmt auch noch. Bitter wird jetzt hoffentlich auch noch gehen. Und dann vielleicht auch noch Niklas Stark. Und dann werden wir nochmal gucken, ob wir vielleicht noch was machen. Sollte Niklas Stark aber bleiben, werde ich keinen weiteren dazu holen, weil das einfach unnötig wäre. Finnland hätte uns gerne als Nationaltrainer. Wir hätten aber nicht gerne Finnland als Team. Also, machen wir nicht. Ja, Stuttgart wollen wir simulieren. Da würde ich sagen, gucken wir mal kurz, ob wir vielleicht einfach mal Alex Nübel eine Chance geben. Warum denn nicht? Dann links heute mal Pablo Insua. Vorne rechts Fabian Reese. Würde ich sagen, kann man auch mit dieser Elf in die Partie hineingehen gegen Stuttgart. Wir werden es, wie gesagt, simulieren. Das andere Spiel gegen Bremen ist es ja zu Hause. Werden wir dann spielen und hoffentlich genauso gut gestalten wie gegen Hannover. Da gab es ja einen 3:0-Sieg zu Hause. Haben wir gut gespielt. Heute gegen Stuttgart. Ich würde sagen, wir gehen auf Überspringen. 1:1. Justin Kluivert wurde eingewechselt. Hat in der 87. Minute noch den Ausgleich erzielt. Ja, ist, denke ich mal, in Ordnung. Ich meine, gegen Stuttgart ist es ja auswärts nie so wirklich einfach. Ich glaube, es hat ja auch mal einer in die Kommentare geschrieben, du musst mehr oder neuere Spieler holen, um einen Titel zu gewinnen. Habe ich auch gelesen. Also, ich habe den Kommentar gelesen, aber ich meine, wir sind zum einen noch gut mit dabei. Wir haben 34 Punkte, Dortmund auf Rang 1, 41. Aber mein Ziel ist ja generell eh jetzt nicht Meister zu werden. Das wäre vielleicht in der nächsten Saison mein Ziel, aber ein klares Ziel ist mindestens Platz 4, am besten Platz 3. Aber jetzt
Meister zu werden, ist zum einen nicht mein Ziel, finde ich auch relativ unrealistisch und zum anderen passt der Kader auch so. Also ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat, vielleicht kannst du meine Argumentation verstehen. Aber da werden wir jetzt nicht wirklich viel mehr machen. Also wie gesagt, wir wollten ja eigentlich noch einen für die 6 oder auch für die Innenverteidigung holen. Problem in Anführungsstrichen ist jetzt aber eben, dass Niklas Stark noch bei uns ist. Und Joshua Bitter hat auch das Angebot abgelehnt von Unterhaching. Naja, dann bleibt der wohl auch noch bei uns. Warum denn nicht? Ich meine, spielen werden sie eh nicht. Ich meine, wenn es jetzt eben darum geht, wer in der Dreierkette spielt, sind Kehra, Naldo und Nastasic gesetzt, direkt dahinter Pablo Insua. Und auch auf der Doppel-6 hat es zum Beispiel Niklas Stark jetzt nicht so mega einfach. Vielleicht gibt es ja jetzt noch ein Angebot. Wir haben ein Angebot für Schöpf und das lehnen wir ab. Zum einen würde ich ihn nie an einen direkten Konkurrenten wie Leverkusen verkaufen. Und auch finanziell war das auch nicht wirklich gut genug. Also 3 Stunden sind es jetzt noch. Ich würde nicht davon ausgehen, dass jetzt noch viel passieren wird. Auch in Sachen Abgängen nicht. Wir hatten ja eigentlich ein bisschen was anderes vor. Wir haben jetzt keinen wirklichen Spieler dazugeholt, außer natürlich Mesut Özil. Aber der kommt ja erst im nächsten Sommer. Aber trotzdem sollte das auf jeden Fall passen. So bleibt eben nur Niklas Stark bei uns. Wird sicherlich auch ein paar Spiele machen. Allerdings glaube ich dann schon, wenn es zum Sommer hingeht, dass wir ihn vielleicht auch verkaufen werden. Je nachdem, ob ein passendes Angebot kommt oder nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal ein Angebot für Goretzka von Man City. 48 Millionen, finanziell gar nicht so schlecht. Aber wenn wir ihn abgeben würden, ne, nie und nimmer. Also jetzt steht das Spiel an gegen Werder Bremen zu Hause. Und mein klares Ziel ist natürlich, das Ding zu gewinnen. Bremen spielt in Grün in ihren Heimtrikots. Gucken wir mal kurz rein in die erste Elf. Also Fermer natürlich wieder mit dabei, der jetzt auch eben noch Kapitän sein sollte. So haben wir es jetzt auch. Kehra, Naldo und Sua. Ne, da machen wir wieder Nastasic hin. Rechts. Ja doch, lassen wir mal Schöpf. Goretzka und Bentaleb auf der Doppel-6 links. Bastian Ucipka, wo ist er? Hier haben wir ihn. Und dann vorne links Konoplyanka, yo. Burgstaller zentral. Und rechts dann heute mal wieder Armin Harit. Bekoppelige Chance. Meier nehmen wir noch mit auf die Bank für Fabian Rehse. Ansonsten sollte es passen und dann können wir auch mit dieser Elf in die Partie hineingehen. Damit sind wir ja also in der Felddienstarena. Spieltag 21, wir empfangen zu Hause den SV Werder Bremen und es soll der Sieg her. Zuletzt gegen Stuttgart gab es ja auswärts ein Unentschieden, was wir simuliert haben. Zu Hause zuletzt gab es ja bekanntermaßen dieses 3-0. Ah, jetzt habe ich irgendwie komplett falsche Taktik eingestellt. Ja, vielleicht jetzt kurz die Gelegenheit dazu. Wieder eher defensiv. Pressing und auf Konter ausgerichtet. So, jetzt haben wir es auch. Jetzt können wir auch wirklich mitspielen. Naldo und Goretzka. Schnelles Umschaltspiel. Das ist immer wieder wichtig bei uns. Und Konoplyanka zieht da an. Immer noch der Ukrainer. Konoplyanka. Und ganz hinten kommt Harit. Harit! Oh, und Pavlenka. Nee, Dropny ist im Tor bei Bremen. Im Nachfassen hat er den da sicher. Sehr, sehr gute Gelegenheit für uns. Bremen spielt jetzt hier mal ganz gut nach vorne mit Belfodil und Max Kruse. Und Augustinsson. Augustinsson. Oh! Oh! Was war das denn? 1-0 Werder hier. Belfodil war es, glaube ich. So, Augustinsson kommt natürlich deutlich zu einfach da vorbei. Dann kommt die Flanke. War das dann nur Ucipka oder? Auf jeden Fall war es am Ende Thomas Delaney. Und Bremen führt hier mit 1-0. Gibt's ja nicht, dass die in unserem Wohnzimmer 1-0 in Führung gehen. Schöpf gut gemacht. Bentaleb, Goretzka, Burgstaller und Harit. Und das war kein Abseits. Richtig gut gespielt. 1-1, Konoplyanka. Was für ein Spielzug hier von uns. Richtig, richtig gut die Lücken genutzt. Auch wenn es natürlich schwach verteidigt war, ganz klar. Aber das muss er natürlich erstmal so nutzen. Nur Burgstaller, klasse gesehen, dass Harit nicht im Abseits steht. Perfekte Reingabe und Konoplyanka. Lässt sich nicht zweimal bitten. 1-1, 9. Saisontor schon von Konoplyanka. Unser bester Schütze in der ersten Liga.
Was eine Reaktion. 3 Minuten nach dem Rückstand sind wir wieder da, sind wir wieder mittendrin in der Partie. Und solche Spielzüge dazu sieht man auch gerne. Konopljanka. Ah, Burgstaller. Ticken zu spät. Den holen wir uns, Goretzka. Genau sowas will man ja auf Schalke sehen. Und Schipka. Burgstaller. Gut gespielt. Und Schipka. Und wer ist in der Mitte? Da kommt Harit, aber Augustinsson vor ihm am Ball. Eckball. Machen wir kurz auf Amin Harit. Boah, schade. Wollte einfach mal flach rein kloppen. Und die zweiten Bälle holen wir uns meistens heute. Und das sind die wichtigen. Goretzka, wunderbar. Wunderbar gespielt. Guido Burgstaller 2-1. Was für ein Umschaltspiel von uns hier. Schnelle Balleroberung. Wir schnappen uns den zweiten Ball. Und dann Goretzka mit einem Zuckerpässchen auf den Österreicher. Und der Guido Burgstaller macht es natürlich auch überragend. Schimpf, Goretzka. Tunnel bei Delaney und Burgstaller. 3 Verteidiger um ihn herum. Keiner geht so wirklich hin. Aber der Abschluss ist natürlich auch große Klasse. Hier sehen wir es nochmal. Wunderbar. Droppen kann sich strecken, wie er will. Der kommt da nicht ran. Und wir drehen das Spiel hier noch in Halbzeit 1 sogar. Also eine defensive Grundordnung funktioniert auch offensiv. Ich dachte eigentlich, dadurch, dass wir jetzt defensiv spielen, klappt es vielleicht offensiv nicht mal so wirklich gut. Denkste. Das kann sich doch sehen lassen. Eine 2-1-Führung gegen Werder. Burgstaller, sehr gut. Burgstaller. Boah, hat abgepfiffen. Ey. So ein bisschen Körpereinsatz darf man ja wohl zeigen. Belfodil, Delaney und Nastasic, sehr gut. Und wieder die Umschaltgelegenheit, Konopljanka, Burgstaller, Konopljanka. Und der hat Platz, der hat richtig viel Platz. Das müsste das 3-1 sein und das ist es auch. Amin Harit, 3-1 Schalke. Und unser Umschaltspiel, unser Konterspiel, das funktioniert ja mal sowas von exzellent. Klasse, klasse, klasse. Burgstaller auf Konopljanka, der pumpt sich da klasse durch. Man muss halt richtig natürlich auch machen. Und den macht er auch. Auch schon sein 5. Saisontor Amin Harit. Gefällt mir immer besser. Der Marokkaner. Der auch im Real Life bei der Nationalmannschaft mit dabei war. Von Marokko. Ah, jetzt aber nicht noch pennen und vielleicht noch das zweite Gegentor bekommen. Das wäre jetzt bitter, aber Bentaleb. Sehr gut. Und vielleicht nochmal eine Kontergelegenheit für uns. Konopljanka, schade, hätte auch ruhig noch ein bisschen laufen lassen können, aber gute erste Hälfte hier von uns. Klar, wir haben eine dicke Gelegenheit zugelassen, da wurden wir direkt nochmal bestraft, aber generell finde ich defensiv gut und nach vorne richtig, richtig stark, wie wir wieder die Möglichkeiten suchen und dann vor allem auch nutzen. Also das kann sich schon sehen lassen, was wir hier anbieten. Ja, wechseln könnten wir eigentlich, aber nee, was wollen wir da wechseln? Läuft doch gut, läuft richtig gut. Oh, was ein Zuckerpässchen und Fährmann! Boah! Boah, er gibt Elfmeter! Er gibt Elfmeter! Aber das würde ich jetzt auch wirklich nochmal gerne sehen. Zweikampf zwischen Naldo und Wilson war es, glaube ich. Also gucken wir nochmal. Ja. Ah, war natürlich ein bisschen blöd, wie wir uns da anstellen, aber so richtig getroffen, weiß ich jetzt nicht. Egal, Kruse gegen Fährmann. Er macht es einfach so souverän, Max Kruse. Klar, wir haben auch ein bisschen vielleicht zu früh abgetaucht. Naja, egal, 2-3 jetzt nur noch. Wer da ist, wieder dran. Kopfwurm weitermachen. Ja, Konopljanka. Kommt sie an. Richtig gut. Konopljanka. Wo ist Burgstaller? Ja, viel zu lang natürlich für ihn. Was ja so exzellent funktioniert hat hier. In diesem Falle jetzt mal nicht. Boah, Konopljanka. Habt ihr das gesehen? Der sprintet von der Mittellinie los, will ich die Kugel zurückholen. Und genau das macht er. Ganz, ganz stark.
Und dann kann man auch mal einen Ballverlust verkraften. Achtung, Kehrer muss hin! Und dann ist ein Eigentor von Thilo Kehrer. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. So, da sehen wir es. Und Kehrer ist dran. Oh. Ja, wenn es schlimmer wäre, klasse Kopfball. So ist es einfach nur. Ey, Elfmeter und ein Eigentor, ne? Aber klar, wir müssen jetzt natürlich auch aufpassen, dass wir nicht ein 4:3 kassieren. Ich glaube, dann ist es vorbei heute. Und das ist nämlich richtig gut gespielt. Das ist richtig gut gespielt! Aber wir haben halt eben auch Ralf Fährmann. Und wir haben unsere drei Leute da vorne, die das überragend heute machen. Die das überragend machen. Burgstaller, Ballannahme war nicht perfekt. Burgstaller! Harit! Wäre, glaube ich, eh abseits gewesen, aber... Boah, Riesengelegenheit, Eckball! Achtung, Achtung! Warte mal, langer Ball nach vorne, Ralf Fährmann. Vielleicht kann Burgstaller das Kopfball gewinnen und dann weiterleiten auf... Nee. Können wir nicht! Wir spielen wieder unentschieden, wie auch im letzten Spiel, wo wir simuliert haben. Gegen Stuttgart. Ah, ein bisschen wenig. Klar, wir lagen zurück. Wir kamen überragend zurück. 3-1 haben wir dann auf einmal schon geführt. Richtig, richtig gute erste Hälfte dann am Ende auch. Vor allem auch dieses Umschaltspiel hat mir riesig gefallen. Richtig, richtig gut. Aber was wir dann das aus der Hand geben und dann auch noch zu Hause, war natürlich alles andere als berauschend. Wir verlieren bis hier dann Punkten. 7 Punkte ist Dortmund jetzt voraus. Obwohl wir es vorher waren es glaube ich auch 7. Aber wir hätten auch ein bisschen was gut machen können. Schade drum. Es war aber auch nicht alles schlecht. Deswegen, es war ein gutes Spiel von uns, macht auf jeden Fall Mut für die nächsten Wochen. In der nächsten Folge gibt es dann 3 Spiele gegen Bayern München, auswärts, zu Hause gegen Hoffenheim und dann auch nochmal in Leverkusen. Bayern, Hoffenheim, Leverkusen, alles am Teams, die oben mit dabei sind, wird ganz, ganz spannend. Ich habe mich noch nicht entschieden, welches Spiel ich spielen werde. Ich denke aber mal, dass wir gegen Bayern spielen, vor allem auch nachdem die uns da zu Hause geschlagen haben. Das wäre auf jeden Fall spannend zu sehen, das gibt es dann in der nächsten Folge morgen. Heute gibt es noch Paderborn, schaut auch noch gerne bei Instagram vorbei. Und dann sehen wir uns spätestens morgen wieder mit dem FC Schalke 04.